Ja, hallo, willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute so ein LED-Schild herstellen. Das Ganze ist für einen Kumpel, der zum zweiten Mal Vater geworden ist. Man kann schon den Namen und ein paar Geburtsdaten vom Kind sehen. Die Sockelplatte, wo auch die LED verbaut ist, besteht aus Akazienholz und ist etwa 18 mm stark. Die Plexiglasplatte ist etwa 4 mm stark. Wie immer zeichnen, konstruieren wir das Ganze und gehen dann in die Fertigung. Und los geht's. Starten wir nun mit Fusion. Das ganze Projekt besteht im Prinzip aus drei Teilen: der Sockelplatte, der Plexiglasscheibe und die Gravur auf der Plexiglasscheibe. Die Sockelplatte selbst habe ich relativ schnell gezeichnet, ist ja auch nichts Wildes. Ein kleines Rechteck gezogen, das Ganze extrudiert, die Ecken abgerundet, also wie gesagt, war sehr, sehr schnell gezeichnet. Dann hier so eine kleine Schrift und auch die hinein extrudiert. Ähnlich ist es unten, so eine kleine Tasche für die ganze Elektronik mit so einem Kabelauslass. Aber das sind ja alles Basics, wieder ein Quadrat, hier ein bisschen was Abgerundetes. Also ich glaube, darauf muss ich jetzt nicht eingehen. Diese Tasche, wo später die Plexiglasscheibe reinkommt, ist schräg angeordnet. Und zwar, hier kann man das jetzt ganz gut sehen, ich habe so eine Versatzebene. Wenn ich das mal aufrufe, kann man sehen, ich habe es um 8 Grad gedreht. Ich muss sagen, in Zukunft würde ich doch lieber auf 15 gehen. Mir ist es nicht schräg genug. Aber ist wie es ist, 8 Grad. Und die Idee ist, da kommt eine kleine LED rein. Die ist 4 mm dick, etwa 4 mm breit. Und durch diese Öffnung wird es dann mit der Elektronik verbunden. Ja, hier kann man es auf dem Bild sehen. Genau. Wie ich diese Tasche schräg fräse, zeige ich später in der Fertigung. Und da gehen wir jetzt auch hin. Die Sockelplatte wird mit drei Setups gefertigt. Wir starten jetzt einfach mal mit der ersten. Als allererstes gebe ich die Achsen vor. Das war ja hier so relativ leicht. Sieht genauso aus wie mein Ursprungskoordinatensystem. Als nächstes habe ich die Ecke hier als Nullpunkt definiert. Und das Rohteil ausgemessen. Das sind hier die Maße. Ich meine auch 15 mm, ein Versatz von links gar nicht so schlecht. Und so fertigen wir das Ganze. Die erste Operation ist so eine Gravieroperation. Zum Einsatz kommt ein 1/8 Zoll Einschneider spiral verzahnt 90 Grad Gravierstichel. Auf die Vorschiebe möchte ich jetzt nicht eingehen. Dafür habe ich schon mal ein Video gemacht, CNC-Vorschub und Tiefenzustellung berechnen. Ich verlinke es mal unten in den Kommentaren. Ich mache das immer mit einer Excel-Liste. Genau, als Geometrie habe ich hier die Schrift ausgewählt. Als Endhöhe, das hat mir Fusion vorgeschlagen, minus 1,4 mm, habe ich einfach stehen lassen. Hier habe ich nichts gemacht und hier auch nicht. Ja, und so sieht das Ganze aus. Als nächstes wollen wir das Bauteil aus dem Rohteil ausschneiden. Das machen wir jetzt hier mit dieser Kontur. Zum Einsatz kommt ein 6 mm Zweischneider von Datsun. Auch hier wieder die Vorschübe, Vorschub mit meiner Excel berechnet. Als Geometrie habe ich diese Kante ausgewählt. Als Endhöhe habe ich hier minus 18,2 mm vorgegeben. Mein Brett ist nämlich 18 mm stark und ich möchte 2 Zehntel in die Opferplatte fahren. Das Rohteil wird mit doppelseitigem Klebeband festgehalten und das funktioniert eigentlich ganz gut. Deswegen brauche ich auch keine Haltestege. Zu den Durchgängen. Hier habe ich nichts verändert, das lasse ich einfach. Bei den tiefen Schnitten habe ich jetzt 3 mm vorgegeben und sage eine gleichmäßige Tiefenzustellung. Also nicht, dass er zuerst 3, 3 und vielleicht 2,5 macht, sondern es gleichmäßig aufteilt. Dann noch ein Glättungsfilter rein und das war es auch schon. Zu den Wegfahrbewegungen. Das war so ein Schuss aus der Hüfte, die 20 mm. Sieht ein bisschen ulkig aus, weil er hier so in der Pampa rumfährt. Fand ich es aber nicht weiter tragisch und habe es einfach so stehen gelassen. Und das schauen wir uns jetzt an. Yeah.
Das nächste Setup unten. Dafür drehe ich jetzt das Werkstück so rum, denn ich möchte es so einspannen. Ich öffne gerade mal das Setup, definiere wieder diese Achsen Y, X und Z und sage, diese Ecke hier ist mein Nullpunkt. Als nächstes sage ich hier relative Quadratgröße und sage überall 0, 0, 0, denn mein Bauteil ist ja schon fertig ausgeschnitten. Es hat ja kein Rohteilaufmaß mehr. Okay, als allererstes wählen wir das hier aus. Das nennt sich 2D Adaptive Clearing. Ich öffne es gerade mal. Das Ganze mache ich wieder mit meinem Datsumfräser, dem Zweischneider von vorhin. Auch das hier hat wieder die Excel ausgespuckt, habe ich so 1 zu 1 übernommen und haben sehr gut gepasst, die Werte. Als Geometrie habe ich diese Fläche hier ausgewählt. Bei den Endhöhen habe ich nichts verändert, denn die Endhöhe passt ja schon. Bei den Durchgängen sage ich Tiefenschnitte von 2 mm und ein Rohteilaufmaß radial von 0,2 mm. Das heißt, ich bleibe hier von der Wand 0,2 mm weg. Und dann mache ich wieder einen Glättungsfilter rein. Bei den Anfahr- und Wegfahrbewegungen habe ich nichts verändert. Genau, 0,6 mm, das ist ja standardmäßig. Auch die Spirale mit 2 Grad, die Rampe, habe ich absolut nichts verändert. Nein. Und das passt so. Jetzt geht es aber auf Abrechnen, dann muss er das nicht alles neu berechnen. So sieht das Ganze aus. Und wir machen gleich weiter mit einer Kontur, um diesen Kabelauslass hier zu fräsen. Wieder mein Zweischneider, also dasselbe Werkzeug. Als Geometrie habe ich, wenn man nicht jetzt das anklicken würde, würde er alles nehmen. Deswegen habe ich mit gedrückter Alt-Taste diese 4 Flächen hier ausgewählt. Wenn man die Alt-Taste drückt, kann man nur einzelne Kanten auswählen und nicht gleich eine ganze Kontur. Bei den Höhen habe ich hier gesagt, 3,5 mm eintauchen. Ja, zu den Durchgängen. Die Tiefenschnitte habe ich weggelassen, weil ich sage, das traue ich meiner Fräse und dem Werkzeug schon zu. Mache aber noch einen Glättungsfilter und eine Vorschuboptimierung rein. Und bei den Anfahr- und Wegfahrbewegungen habe ich, glaube ich, nein, habe ich nichts verändert. Habe ich einfach alles so gelassen, wie es Fusion vorschlägt. Und so sieht es dann aus. Ja, und zu guter Letzt wieder eine Konturposition. Dasselbe Werkzeug. Als Geometrie habe ich diese Geometrie ausgewählt, also diese Kante. Zu den Endhöhen sage ich 0, also unverändert. Das Endmaß passt schon. Habe hier aber die Tiefenschnitte und das Rohteilaufmaß rausgenommen. Und damit nehme ich die 0,2 mm, die ich vorhin habe stehen lassen, auch wieder weg. So werden die Kanten wunderschön sauber. Glättungsfilter, Vorschuboptimierung. Dann sage ich hier die Einfahr-Ausfahr, aber ich meine, genau, das sind Standardwerte, da habe ich nichts verändert. Und gehe wieder auf Abstreichen. Und so sieht es dann aus. Ich wollte es zuerst simulieren, aber ich glaube, wir schauen es einfach gleich live an. Ja, das letzte Setup.
Ich öffne es gerade mal. Ich fange jetzt mal anders an beim So-Teil. Da ist wieder alles 000, denn mein Bauteil ist ja schon fertig. Da gibt es ja nichts mehr wegzunehmen. Und habe hier wieder die Achsen vorgegeben. Das passt ja alles. Habe aber gesagt, ich will hier einen ausgewählten Punkt, nämlich diese gedachte Linie. Die will ich hier als Nullpunkt definieren. Ich zeige auch später wieso. Denn ich habe hier Keile unterlegt und so die 8 Grad gemacht. Das heißt, meine Fräse fährt schon geradlinig rein, aber das ganze Bauteil ist einfach schräg eingespannt, weil es wegen der Schräge dann etwas blöder mit dem Nullpunkt, sage ich einfach, hier ist dein Nullpunkt und du darfst so eintauchen. Ist zwar etwas schwer zu verstehen, aber im Video kann man es dann gleich sehen mit dem Einspannen, was ich gemeint habe. Okay, eine kleine Tasche, also wirklich nichts Wildes. Das mache ich aber hier mit einem Schaftfräser von der Firma Hase, ein Zweischneider. Auch hier wieder die Vorschübe, alles aus meiner Excel-Liste. Ja, habe hier als Geometrie einfach diese Fläche ausgewählt. Gesagt minus 10 mm, also 10 mm will ich wegnehmen. Da kann man sehen, genau das hier. Sage Tiefenschnitte, also 1,5 mm, darf er pro Durchgang wegnehmen. Ich sehe gerade, was ich vergessen habe, ist das hier, gleichmäßige Tiefenzustellung. Das mache ich normal immer rein, habe ich aber hier vergessen. Naja, okay, beim Rohteil auf Maß. Ach, das war blöd, wenn ich das jetzt klein mache, wegklappe, dann kann man das nicht mehr sehen. Okay, beim Rohteilaufmaß sage ich 0,2 mm radial. Das heißt, ich bleibe hier wieder 0,2 mm weg, um das später im zweiten Durchgang einfach sauber nochmal wegzunehmen. Ich schaue gerade mal. Ah ja, genau. Dann noch den Glättungsfilter rein und das war es eigentlich schon. Einfach aus habe ich weggenommen und sage Profil glätten. Die Spirale würde hier wenig Sinn machen, deswegen solche langen Taschen, die eigentlich nur eine Linie sind, mache ich gerne hier mit dieser Profilglätten-Funktion. Und das Ganze sieht dann, wenn man das Rechner in die Gänge kommt, so aus. Ja, dann wieder eine Tasche. Im Prinzip also Steuerung D hat dupliziert. Ich habe nichts verändert, außer die Tiefenschnitte und so Teilaufmaß rausgenommen. Und das sieht dann so aus. Und auch das schauen wir uns jetzt live an. Ja, die Sockelplatte ist jetzt nun fertig. Ich schleife das Ganze noch etwas, öle das Ganze auch und ich bin sehr zufrieden. Mir gefällt es. Mal weiter mit dem Plexiglas. Natürlich muss man sagen, macht es mehr Sinn, die Gravur und das Ausschneiden der Wolke in einem Schritt zu machen. Ich war mir noch nicht sicher, wie viel Zeit ich habe nach der Geburt und der Übergabe von diesem Geschenk. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das alles schon fix und fertig, dass es nur noch graviert werden muss. Nachdem das Kind geboren wurde, habe ich dann diese Daten bekommen und musste es nur noch gravieren. Okay, auf den CAD-Teil gehe ich überhaupt nicht ein, denn das war einfach ein DXF-Import. Ich habe nur diesen Steg hier im Prinzip hinzugefügt, damit man es in die Sockelplatte einstecken kann. Als Werkzeug kommt ein Achtel Zoll ein Schaftfräser, ein Achtel Zoll Einschneider, das ist ganz wichtig, ein Einschneider von der Firma Hase. Hier habe ich auch so eine Voreinstellung gemacht, Plexiglas. Das hat die Excel-Liste ausgespuckt und ich muss sagen, die Werte sind top. Also da gibt es wirklich nichts zu verbessern. Ich war wirklich sehr zufrieden. Als Kontur habe ich einfach das hier unten ausgewählt, das hier und das hier. Als Endhöhe sage ich 2/10, also er darf wieder 2/10 in die Opferplatte reinfahren. Und das übrigens wird das Ganze fixiert mit doppelseitigem Klebeband. Ja, bei den Tiefenschnitten sage ich 1 mm pro Durchgang. Und sehe gerade, dass ich den Haken falsch gesetzt habe. Ich wollte eigentlich hier einen Haken setzen und nicht hier. Aber halb so wild. Sage hier wieder einen Glättungsfilter und noch Vorschuboptimierung.
Ja, einfach Ausfahrt. Habe ich hier gesagt, also Einfahrt habe ich rausgenommen, denn das soll er hier in so einem Helix machen. Und die Ausfahrt 0,1 mm. Das ist nämlich so, bevor er rausfährt, entfernt er sich ja 0,1 mm. Das heißt, er fährt mit vollem Fräserdurchmesser ins Material. Und das werde ich einfach begrenzen auf 0,1 mm. Und so kratzt er mir auch nicht die Wolke an beim Rausfahren. Und einfahren werde ich hier mit dieser Materialeinfahrt in dem Helix von 2 Grad. Und das Ganze sieht dann so aus. Und hier kann man es auch sehen. Deswegen auch nur 0,1 mm. Hätte ich hier zum Beispiel 0,6 mm gesagt oder 1 mm, würde er mit vollem Fräserdurchmesser ins Material fallen. Und das will ich einfach nicht. Ja, wie das aussieht, schauen wir uns jetzt an. Der letzte Teil, die Gravur. Ja, auch hier möchte ich auf den CAD-Teil nicht eingehen, da ich der Meinung bin, dass es doch Basics sind. Wie man so eine Schrift platziert, also das ist jetzt nur jedem bekannt. Die zwei Sterne waren ein DXF-Import. Einfach aus der Hüfte raus platziert und hinein extrudiert. Also ich meine, ich habe den CAD-Teil ungelogen einer Minute erstellt. Okay, die drei hier sind völlig identisch. Ich kann gar nicht sagen, wieso ich das dreimal gemacht habe. Aber ich gehe trotzdem nur auf einen ein. Wie gesagt, die Vorschübe kommen aus meiner Excel-Liste, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Und als Werkzeug kommt ein Gravierstichel, spiralverzahnt, 45 Grad Einschneider zum Einsatz. Der ist von der Firma Hase, meine ich. Als Geometrie habe ich die Schrift ausgewählt, also wie gehabt, und sage, er darf 1 mm tief eintauchen. Im Durchgang habe ich nichts verändert und bei den Anfahr- und Wegfahrbewegungen auch nichts. Ja, zur Kühlung muss ich sagen, mit Luft klappt das bei mir immer am besten. Ich wollte mal was Neues probieren. Ich habe mit Spiritus, das Ganze mal mit Spiritus probiert und es war eine Katastrophe. Es hat nur geschmiert und ich fand es nicht gut. Auch ich, also ich werde es in Zukunft wieder mit Luft machen. Aber trotzdem, ihr werdet es jetzt mit Spiritus sehen und ich kann nur den Tipp geben, Luft war wirklich am besten. Okay, schaut sich an.